Der Papst ist tot. Der Heilige Stuhl ist vakant. Was ist passiert? Es heißt ein Herzinfarkt, aber... Sie wissen, wie Gerüchte sich verbreiten und über eine Milliarde Seelen gebannt zuschauen. Gut, Kardinal Lawrence, die Verantwortung für das Konklave fällt offenbar Ihnen zu. Die Aufsicht über das Wahlverfahren ist eine Pflicht, die ich nie glaubte wahrnehmen zu müssen. Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die Ihr Urteil beeinflussen könnten. Verstehen Sie? Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen. Klingt unheilvoll. Dürfte ich Sie um ein vertrauliches Gespräch bitten? Sie sehen besorgt aus. Haben Sie alles unter Kontrolle? Wie hat das so lange geheim gehalten werden können? Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat. Obwohl man von uns Schwestern erwartet, unsichtbar zu sein, hat Gott der Vater uns doch Augen und Ohren geschenkt. Sie sollten vorsichtig sein, Thomas. Das ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg. Es ist ein Krieg! Und du musst dich bekennen, wo du stehst. Es gibt eine Sünde, die ich zu fürchten gelernt habe. Mehr als alle anderen. Die Gewissheit. Gäbe es nur die Gewissheit und keinen Zweifel, gäbe es kein Mysterium. Und folglich keinen Grund für den Glauben.